Hallo, ich bin Benny von Yeast Machine und was wir machen ist Rockmusik, Stoner, Grunge, Alternative, irgendwas in die Richtung. Was ist die Story hinter eurem Namen? Ach du Scheiße, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe mir trotzdem nichts überlegt. Der Name war noch frei. Was war euer schönstes Live-Erlebnis? Boah, schwierig. Waren viele dabei. Stadtfest Tübingen letztes Jahr war schon ziemlich groß. Hefeteig oder Hefeweizen? Ich kenne mindestens eine Person in der Band, die sagen würde Hefeweizen. Ich sag Hefeteig. Habt ihr euer Album selbst aufgenommen? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Nee, haben wir nicht selber aufgenommen. Haben wir zusammen mit einem befreundeten Producer gemacht in einem sehr coolen Studio. Der Producer heißt Markus Graf und das Studio ist von Ralf Milberg, sehr zu empfehlen. Welche Eigenart würden deine Bandkollegen am liebsten sofort an dir ändern? Ich kann manchmal ziemlich pushy sein. Wann ist euch eigentlich aufgefallen, dass ihr euch schon aus den 60ern kennt? Das muss bei unserer ersten Probe gewesen sein. Was genau bedeutet Hauti Badauti? Ach du Schande. Hauti Badauti ist ein Bandmitglied, aber ich glaube, das ist ein sehr alter Name aus seiner Jugend. Wo war euer abgefahrenster Gig? Erzählt doch mal kurz davon. Ich würde sagen Dortmund. Niemand kennt uns in dieser Stadt und wir haben absolut nichts erwartet und das war unser Tourauftakt. Und wir wurden begrüßt von einer toten Ratte, einer ziemlich coolen Bar, die sich so schnell gefüllt hat und am Ende war es komplett voll und damit hätten wir nicht gerechnet. Hefe oder Kristallweizen? Natürlich Kristallweizen. Da ist der falsche Mann heute vor der Kamera. Unser Gitarrist Tobi würde Hefe sagen. Wir sehen uns beim Kristallweizen. Was war nochmal die Frage? Hefe oder Kristallweizen? Ja, Hefe.